Hi und willkommen zu meinem Video. Also, ich gebe euch jetzt ein kleines Update zum Thema Fenster. Ja, das Fenster muss jetzt zuerst kommen, weil das war dann zuerst. Also, wie folgt. Unser Fenster ist jetzt eingebaut. Tatsächlich war am 30. Juni, ich glaube, es war der Juni-Tag, sind dann zwei Handwerker gekommen und haben für uns das Fenster eingebaut. Es ist so, dass das ist, also wir mussten viel Ordnung räumen. Hier seht ihr auch so Reste, das ist ein Kissen, meine zwei Püppchen, die ich noch in dem Zimmer drüben hatte, die ich, weil wir Sorgen hatten, dass alles voll ist dann mit Baustaub, und da mussten wir so eine ganze Menge rausräumen. Es war dann so eine Nacht- und Nebelaktion. Also ich habe am Vortag angefangen und habe da dann die ersten Sachen weggeräumt. Dann am Tag vor dem Tag habe ich noch mal ein bisschen was weggeräumt, und an dem Tag habe ich dann auch noch mal ein bisschen was hin und her geräumt. Also da war eine Menge Räumerei, wirklich viel Räumen war da notwendig. Und ja, und dann war es so, dass es so um 7.30 Uhr waren sie hier und haben angefangen zu arbeiten. Was mich überrascht hat, ist, ich dachte, die kommen da jetzt so mit so riesen Meißelgeräten und meißeln das Fenster raus. Aber tatsächlich ist es so, dass das Fenster, da waren, also es war ein regnerischer Tag, und dann war es so, dass sie eine Säge genommen haben, und dann haben sie den alten Rahmen einfach in Stücke gesägt. Das war ja ein Holzrahmen. Und dann haben sie, nachdem sie dann die in Stücke gesägt hatten, haben sie das dann Stück für Stück weggenommen. Und ja, und dann irgendwann war da dieses Riesenloch in der Wand, wo ich dann, wo man auch so gedacht hat, ja, und dann habe ich auf jeden Fall, habe ich bei allem zugeguckt. Das war voll spannend. Und dann wurde da das Fenster, dann wurde da eben das alte Zeug vom alten Rollladen, so heißt das Wort, Rollladen, das fällt mir jedes Mal, entfällt mir dieses Wort, haben sie dann auf jeden Fall das alte Rollladenzeug haben sie dann weggenommen, den alten Rollladen, das alte Band. Und ja, und dann haben sie, war es auch schließlich und endlich so, dass dann auch da die Spule, die dann schon drin war, die ist so geblieben. Wartet eine Sekunde. Ja, doch nicht. Das, ja, knapp verpasst haben wir uns jetzt. Obwohl, vielleicht auch. Ja, auf jeden Fall, ich erzähle es euch weiter. Ich muss nur ganz kurz Leo seine Medizin geben. Der hat gerade wieder ein bisschen Magenprobleme. Und ja. Also auf jeden Fall war es dann so, dass dann der Rollladen halt, dann der neue wurde dann darauf gespannt, auf das, was schon da war. Seitdem ich so lange Haare habe, habe ich ständig Haare im Maul, das ist eklig. Und ja, und dann als nächster Schritt ist dann der neue Rahmen gekommen. Das war dann, der ist dann abgemessen worden und alles, aber noch nicht festgemacht worden. Und dann als nächsten Schritt sind dann die Fenster reingekommen. Die sind tatsächlich, was mich überrascht hat, ich hätte schon gedacht, dass man den Rahmen, dass das erste Mal der Rahmen fest gemacht wird und dann kommen die Fenster rein. Aber es war dann so, dass die Fenster dann als nächsten Schritt schon reingekommen sind. Und nachdem dann die Fenster dann schon fest war, also schon am Rahmen fest waren, wurde erst der Rahmen mit so besonderem Zeug, was ich ehrlich gesagt dass ich nicht weiß, was es war, also, und Acryl, ja, Acryl, irgendein Acrylzeug, ich weiß nicht mehr, wie es genau hieß, aber Acryl. Und das wurde dann da aufgetragen, und damit wurde dann auch noch der Rahmen festgemacht. Und ja, das alles war eine Aktion von, und das hat mich wirklich voll überrascht, 3 Stunden, und dann waren die fertig. Soweit. Und jetzt ist es so, dass am Montag, jetzt von dem Video aus, das ist dann das 17., kommt dann auch noch hoffentlich das Fliegengitter, und dann ist das Fenster endgültig fertig. Und dann kann man endlich da lüften. Was auch ist, ist, dass am 17. dann Leo entsprechend auch dann in das Zimmer rübergetragen wird, weil hier in diesem Zimmer ist es viel zu heiß.
Und meine Mutter will nicht, dass ich am neuen Fenster die Klebebänder, die notwendig sind für das Kit für die Klimaanlage, ranmache. Also muss ich dann die Klimaanlage in meinem jetzigen Zimmer, wo ich jetzt sitze, reinmachen. Ja, das passiert dann auch voraussichtlich so am Montag. Ja, Daumen drücken. Ich hoffe, dass es alles so klappt, wie ich es jetzt mir auch hoffe. Ja, dann, ja, mehr gibt es eigentlich gerade gar nicht zu erzählen. Und das war dann so der Einbau. Also teilweise habe ich echt so Angst gehabt, dass jetzt gleich einer von den Handwerkern aus dem Fenster fliegt, weil sie waren so akrobatisch unterwegs. Also Cirque du Soleil ist so gefühlt gar nichts dagegen gewesen. Und es war also wirklich beeindruckend. Und ja. Oh, kalter Luftzug. Ja. Ich werde euch dann auf jeden Fall in meinem nächsten Video weiter erzählen und also nicht über das Fenster, sondern erzähle ich euch, was der Maler jetzt gesagt hat. Weil da gibt es auch Neuigkeiten und ja. Gut, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob bei euch schon mal ein Fenster eingebaut wurde und wenn dann, wie das bei euch so war. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.